Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Elex. So, Rehabilitierungsauftrag, den können wir uns gleich nochmal anschauen. Gucken wir erstmal in Grindels Tagebuch. Oh, das geht etwas schneller. Atak sagt, wir sollen alle ein Tagebuch schreiben, also tue ich jetzt so, als würde ich eins schreiben. Bla 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 bla. Grindel macht Dienst, Grindel macht das, Grindel geht arbeiten. Halt die Fresse, Skald, keiner mag dich, geh sterben. Es ist jetzt schon 10 Tage her, seit wir heruntergekommen sind. Irgendwas schleicht da draußen herum, ich kann es hören. Ich glaube, Atak hatte recht. Wir sind hier nicht alleine. Ich habe richtig Schiss. Ich bin noch zu jung zum Sterben. Mhm. Nur wenn die folgenden Punkte zur Zufriedenheit des Prüfers erledigt werden, wird den Verbannten eine vorzeitige Rehabilitation gewährt. Punkt 1. Säuberung des Weltenherzes. Dies beinhaltet Säubern und gründliches Auskratzen der Fugen, Waschen aller Verletzungen mit der zur Verfügung gestellten Essenz, Trockenlegung sämtlicher Blutungen. Punkt 2. Stabilisierung des Weltenherzes. Dies beinhaltet Anfertigung von Stützbalken mit Hilfe der mitgelieferten Axt. Stützen des Herzens selber und Schützen der großen Adern. Und Punkt 3. Keine kriminellen Aktivitäten in irgendeiner Form. Dazu aber nicht ausschließlich zählt Mord, Diebstahl untereinander, Missbrauch der mitgelieferten Waren, Eigenverzehr des Manas, sämtliche Verletzungen sind dem Prüfer glaubhaft zu erklären. Der Prüfer wird in 6 Monaten erscheinen unter der Berücksichtigung dieser Punkte. Über die Rehabilitation entscheiden. Ah, das klar. Was sonst? Ah ja, genau, die Vorratsliste. Die war ja auch noch neu. Das war eine Kiste Fleisch, eine Kiste Obst, Gemüse, Kiste Pökelfleisch, Wasser, blablabla, ja. Und Skalk war dann der Lagermeister hier. Interessant. Tja, dann hauen wir das Viech mal noch platt. Na, du Nachtschatten. Ah. So, geht doch. Sie ist im letzten Schlag noch ausgewichen, ist der Sack. Das Feuerkraut hätte ich gerne noch. Ah, vielleicht müssen wir dann zusammen mit Thorald den Unhold besiegen. Das könnte halt auch sein. Ich kann dich tatsächlich nicht plündern. Interessant. Hallo Elektroschrott. Na, wie geht's dir so? Dann schauen wir mal da oben nach. Ratatatat. Sag ich doch. Aber wie es aussieht, müssen wir dann tatsächlich da hinten weiter. Warte mal, habe ich jetzt eigentlich den... Ah, nee. Ich habe es noch nicht mitgenommen. Kann... Ja, da wird wahrscheinlich Thorald sein. Obwohl, nee. Der ist ein bisschen weiter weg. Dann speichere ich mal und gucke, was das hier für jemand ist. Ah, Gegner. Da sucht jemand Ärger. Mhm. Den Eindruck habe ich auch. Aua. Achso. Ich glaube, es ist gerade so ein bisschen verbuggt mit der Anzeige. Ah, Hustenreiz, geh doch bitte wieder weg. Du störst hier nur. Was haben wir da? Ring der Kraft. Zeug. Ein Radio. Ah. Oh, hat was. Was auch schön wäre, wenn hier irgendwo noch so ein Schlafsack wäre, dass wir uns nochmal heilen können. Hm? Fell. Guck mal, da können wir so mit dem Fell wunderbar auf die Couch hier liegen.
Achso, nee, da wollte ich eigentlich... Ich wollte eigentlich den Wein hier mitnehmen. Ups. So. Na gut, ich glaube, hier unten werden weniger Betten sein, oder? Na, guck mal, da hat jemand ein paar Kerzen hingestellt. Wie romantisch. So, hier haben wir jetzt den, genau. Zack, Teleporter. Immerhin etwas. Ist hier vielleicht ein Bett drinnen? Ne, aber ein Heiltrank. Noch ein Bolzen. Ja, wie gesagt, diese Dinger sind teilweise ein cooles Spielzeugauto. Auch Copy und Paste hier mit den Gebäuden, aber fällt jetzt nicht so unangenehm auf. Ominöser Zettel. Ach so, Fred war hier. Hatten wir schon mal gefunden. Du möchtest ja unbedingt sterben, habe ich gehört. Man dankt. Ich glaube, dann begeben wir uns aber jetzt wirklich mal so Richtung Thorald, wenn der denn da sein sollte. Mal gucken, was der hat, und dann können wir vielleicht nachher die Basis hier noch ein bisschen auseinandernehmen. Na, guck mal. Kraut. Wo ist denn eigentlich Nesti abgeblieben? Da ist sie. Ist doch bestimmt auch irgendwo ein Bett. Egal, was du glaubst hier zu suchen, du wirst es nicht finden. Du weißt nicht, was ich suche. Nein. Und es ist auch unwichtig. Du wirst diesen Ort sofort wieder verlassen. Warte. Ich weiß von deinem Kampf gegen den Hybriden. Das hättest du besser nicht sagen sollen. Soeben warst du nur ein Störenfried, der sich verlaufen hat. Doch nun gefährdest du meine Mission gegen den Eispalast. Und ich muss dich töten. Ich kann dir helfen. Der Eispalast war einst meine Heimat. Tatsächlich? Wer bist du? Warte. Ja, jetzt sehe ich es. Aber ich dachte, du seist tot. Ich bin ein Wandler zwischen den Welten. Gejagt von den eigenen Leuten. In der Tat. Du siehst verändert aus. Und doch, was willst du hier? Warum? Wie soll ein Mann, der einst die Welt versklavte, seinem größten Feind helfen, der gegen seine eigenen Ideale kämpft? Mein Auftrag war es, mir das Wissen über das Elex anzueignen. Was sagt mir, dass du diesen Auftrag nicht jetzt noch erfüllen willst, Alp? Das kannst du nicht, aber genauso wenig kannst du auf mein Wissen verzichten. Wieso? Ich war ein Alp. Und ich weiß, dass du dich hier versteckst. Ich weiß, dass du das Elex umkehren willst. Und ich vermute, du bist nicht weit davon entfernt, deine ersten Erfolge zu verzeichnen. Außerdem sollst du Kenntnisse darüber haben, wie man an den Hybriden herankommt. Und weiter? Ich kenne die Strategien und Schlachtpläne der Elixitoren. Mein Wissen über die Stellungen der Alps in Xarkor ist zwar einige Wochen alt, doch ist es recht umfangreich. Könnte sein, dass mich das interessiert. Aber warum erzählst du mir das? Je länger ich hier draußen bin, umso mehr verhärtet sich der Verdacht, dass ich von meinen eigenen Leuten verraten wurde. Ich will wissen, wer. Darum muss ich in den Eispalast. Du scheinst der Einzige zu sein, der mir dazu verhelfen kann. Verbünde dich mit mir. Gemeinsam können wir einiges erreichen. Gesetz den Fall, ich glaube dir. Was genau erwartest du von mir? Teile dein Wissen mit mir. Sag mir, wie ich unbemerkt in den Eispalast komme. Unsinn.
Die Alps werden dich pulverisieren, bevor du die große Rampe des Eispalastes erreichst. Das ist mein Problem. Nein, ist es nicht. Das Risiko ist zu groß, dass sie dich kriegen und sie dich schlimmstenfalls wieder umdrehen und du dich doch wieder gegen die freien Menschen wendest. Das Risiko wirst du eingehen müssen. Nein. Wir führen einen offenen Krieg gegen die Alps in den Ländern der freien Menschen. Immer noch sterben Menschen in den Konvertern. Immer noch halten die massiven Angriffe der Alps und ihrer Maschinen an. Das muss aufhören. Und zwar sofort. Du willst den Eispalast infiltrieren? Dann beende erstmal den Völkermord, den deine Leute begehen. Erst wenn die Alps den direkten Zugriff auf die Länder der freien Menschen verlieren, werde ich mein Wissen mit dir teilen. Keinen Tag früher. Du willst, dass die Konverter abgeschaltet werden? Diese Werkzeuge des Bösen haben schon zu lange ihren Dienst verrichtet. Je weniger Elex die Alps fördern, umso schwächer werden sie. Und desto eher sind sie zu besiegen. Wenn du nur irgendeinen Weg kennst, sie zu deaktivieren, dann sorge dafür, dass sie endlich schweigen. Nicht nur die Alps führen diesen Krieg. Die freien Menschen bekämpfen sich gegenseitig. Das ist leider wahr. Doch sorgen mich am meisten die Machenschaften der Kleriker. Ulbricht. Der oberste Judikator der Kleriker plant eine Großoffensive gegen den Konverter der Alps in seinem Land Ignadon. Sollte er scheitern, dann ist Ignadon in der Hand der Alps. Das darf nicht passieren, wenn wir nicht an zwei Fronten kämpfen wollen. Die Elexitoren sind die eigentlichen Drahtzieher bei den Alps. Tatsächlich? Sagtest du nicht selbst, dass du den Verdacht nicht los wirst, dass deine eigenen Leute dich verraten haben? Ich würde vorschlagen, du regelst erst einmal deine Familienangelegenheiten, um deinen Kopf frei zu kriegen, bevor du weitere Schritte gegen den Eispalast einleitest. Was weißt du schon von meiner Familie? Ich kenne dich, Bestie von Xakor. Und ich kenne deinen Vater. Und ich glaube nicht, dass er nur zum Spaß nach Abessa geflohen ist. Wie bitte? Es gibt Probleme mit der Elex-Förderung in Edan? Ja, der Konverter dort ist inaktiv und das schon seit Stunden. Vermutlich nur eine technische Störung. Nein, ich denke, das waren die Berserker. Ich gehe davon aus, dass sie die Konverter stürmen konnten. So, wie es sich schon die letzten Wochen abzeichnete. Dafür gibt es keinen Hinweis. Das ist doch offenkundig. Doch sind wir schon zu verblendet, um die Wahrheit anzuerkennen. Was soll das? Höre ich da etwa leise Kritik an unserer Direktive? Nein, aber an den Methoden, diese umzusetzen. Wir dürfen die freien Menschen nicht unterschätzen. Wenn ihre Gemeinschaften ihre Feindseligkeiten einmal vergessen und sich verbünden würden, dann könnte das gefährlich für uns werden. Sei besser vorsichtig, was du sagst, alter Mann. Du weißt, sonst werde ich das melden müssen.
Außerdem sind deine Zweifel unangebracht. Die Zukunft gehört uns. Und deine Söhne sind bald die Speerspitze unserer Armee. Ja, ich weiß. Vermutlich hat auch er einen Feind im Eispalast. Was? Wie jetzt? Du weißt nicht, dass Vardik zu den Separatisten in Abessa übergelaufen ist? Ha! Dann weißt du über deinen Vater weniger als ich. Kümmere dich besser mal darum. Wenn du mir jetzt noch sagen kannst, wer meinen Gleiter abgeschossen hat, bin ich beeindruckt. Tja, vielleicht ist das gar nicht schwierig. Ich sag mal so, wenn die freien Menschen wüssten, wie man eure Gleiter mit einem einfachen Schuss vom Himmel holt, hättet ihr keine mehr. Also frag dich mal, wer von den erlauchten Herrschaften aus dem Eispalast hier draußen so etwas wissen könnte. Die Separatisten? Unwahrscheinlich. Die kämpfen doch gegen die Elexitoren und nicht gegen ihre Soldaten oder Commander. Du glaubst, es war ein Elexitor? Das würden sie nicht wagen. Ich war im direkten Auftrag des Hybriden unterwegs. Kallax hat dich hinrichten lassen. Kallax handelte nach der Direktive. Wer versagt, gefährdet die gesamte Mission und verdient den Tod. Doch hatte er auch bei meiner Havarie die Finger im Spiel? Gegen den Willen des Hybriden? Tja, und da es keinen Elexitor gibt, der einen direkten Befehl des Hybriden verweigert... Es gibt einen, Zadom. Aber das ist unmöglich. So sicher bist du dir? Nun, an deiner Stelle würde ich den alten Eremiten mal näher unter die Lupe nehmen. Alp. Ich könnte eventuell einen Alpgleiter mit in die Waagschale legen. Sehr interessant. Und er ist voll einsatzbereit, ja? Naja, ich fürchte, dass er erst noch eine neue Reaktorspule benötigt, bevor man ihn wieder in die Schlacht schicken kann. Bei meinem letzten Flug hatte ich schon Probleme mit meiner X-48-Spule. Na schön. Dann sag deinen Mechanikern erstmal, dass sie deinen Gleiter reparieren sollen. Nun, das alles ist ziemlich viel zu tun für einen Mann allein. Was ist mit dir? Ich habe meine Aufgabe hier. Und das ist eigentlich schon mehr, als ich allein stemmen kann. Ich muss weiterarbeiten. Das Elex muss umgekehrt werden. Und koste es mein Leben. So weit sind wir noch nicht. Du hast deine Aufgaben. Komm zu mir, wenn du etwas zu berichten hast. Ich werde hier sein. Du glaubst wirklich, dass du irgendwann das gesamte Elex der Welt mit einem Schlag umkehren kannst? Ich würde meine kostbare Zeit nicht dafür verschwenden, wenn ich nicht daran glauben würde. Doch sind noch viele Hürden zu nehmen. Ich brauche noch Zeit. Statusbericht zu den Konvertern. Der stark bewachte Konverter in West-Xarkor wird noch betrieben. In Ost-Xarkor befeuern die Alps immer noch einen Konverter. Die Konverter sind das Grausamste, was dein Volk uns je angetan hat. Erst wenn sie alle schweigen, werden die freien Menschen wieder aufatmen können. Ulbrichts Großoffensive in Ignadon war ein Erfolg. Ha, tatsächlich? Diese verdammten Kleriker und ihr Größenwahn. Wie auch immer, das sind die ersten guten Nachrichten, die mich aus Ignadon erreichen. Nun bin ich offenbar an der Reihe, meinen Beitrag zu leisten. Ich muss meine Arbeit hier beenden, bevor es zu spät ist. Soweit so gut. Doch gibt es noch einiges zu tun, bevor ich bereit bin, mein Wissen mit dir zu teilen. Die Alps müssen erst den direkten Zugriff auf die Länder der freien Menschen gänzlich verlieren. Komm wieder, wenn du mehr zu berichten hast. Alles klar, das heißt, wir müssen dann noch die letzten zwei Konverter zerlegen. Aber wir haben jetzt wieder eine ganze Menge Missionen gekriegt. Sehr schön. Mana, Mana. Hier ist doch bestimmt irgendwo ein Bett. Ich will jetzt nicht schon wieder irgendwelche Nahrung verschwenden, um mich heilen zu lassen. Verschissene Idylle. Meinst du? Na, Bettity Bett Bett.
da drin vielleicht? Na, guck mal. Sieht zumindest mal ganz einladend aus. So, tap, tap, tap. Aha. 1848. Oh, guck mal, ein Pfeil. Da sollte ich mir auch mal ein paar von nehmen. Aber so wirklich nach Bett sieht das hier nicht aus. Hm, ärgerlich. Na gut, wir haben ja mit ihm geredet. Und... naja. Gucken, passt das? Geht doch. Ja, gut. Danke dafür. Sehr praktisch, wenn sie halt immer die Kombination in die Ecke schreiben. Was haben wir denn jetzt noch an Aufträgen gekriegt? Die alten Pflichten. Ist alles Hauptmission, oder? Ja. Vaterfreunde, die zwei Konverter müssen noch weg. Der Verdacht und ein Reaktor. So, ich denke, das können wir jetzt auch abgeben. Vielleicht machen wir das auch direkt mal. So. Dann können wir uns hier gerade mal kurz hinlegen. Wo waren das eigentlich nochmal? Ich finde meinen... Achso, der war da hinten irgendwo, der Turm. So, dann darf auch mal Nasty hier. Man muss ja auch mal brüderlich teilen. Roll. Zack. Viel zu friedlich hier. Oh, passt schon. Wo ich mir das auch jetzt interessant vorstelle, wenn wir halt mit ihr dann eine Beziehung eingegangen wären, aber die andere Dame hatte sich halt schon ein wenig angeboten. Das war schon immer so? So, die Herren und Damen. Jetzt geht's auch sehr gut. Ich habe eine passende Reaktorspule für den Gleiter gefunden. Hey, das ist... Ja, das grenzt an ein Wunder. Naja, fast. Ich mach mich sofort an die Arbeit und baue das Ding ein. So, da sind wir. Sieht ganz so aus, als hätte ich in der letzten Schlacht wesentlich mehr tödliche Treffer erzielt als du. Fängst du jetzt damit an, die freien Menschen zu schonen? Wie oft waren wir jetzt schon gemeinsam auf der Jagd, bei der ich klar der bessere von uns beiden war? Du wirst schwach, Jax. Ein inakzeptables Verhalten. Wenn ich es nicht besser wüsste, könnte man vermuten, du hättest deine Elex-Rationen abgesetzt. Sind das etwa erste Anzeichen von Emotionen für die freien Menschen? Sprich nicht so mit deinem Bruder. Deine Familie war stets über jeden Zweifel erhaben, Kallax. Die Order des Hybriden war mehr als eindeutig. Kampf dem Verrat. Keine Macht den Separatisten. Bei ersten Anzeichen von Emotionen innerhalb der Armee muss Meldung gemacht werden. Familie oder nicht. Du weißt selbst, dass wir wachsam sein sollen, Vater. Ja, und wir werden sie befolgen. Doch du hörst jetzt auf, an der falschen Stelle nach Verrätern zu suchen. Er tut nur seine Pflicht, Vater. So wie wir alle. Ja, unsere Pflicht.
Doch am Ende müssen noch genug von uns da sein, damit diese Pflichten verrichtet werden können. Naja, eine Sache macht mir aber immer noch Sorgen. Was denn? Ich sag's dir, wenn ich mir sicher bin, okay? Je eher ich mich dran setze, umso schneller bin ich fertig. Okay. So, das gab ein bisschen Erfahrung. Schön. Und eine neue Stufe. Das können wir direkt mal ausnutzen. Elf Punkte. Na komm. Bringt ja alles nichts. So, was ist denn der sechste Sinn? Fein auf der Minimap. Ach stimmt, ich wollte ja noch Tränke machen. Fällt mir gerade ein. Haben wir bei uns in der Bude eine Werkbank? Das wäre echt praktisch. Ich befürchte aber nicht. Ein Teller Suppe haben wir noch da. Oder eine Topfsuppe. Nö, sieht nichts aus. Gut, dann würde ich mal sagen, wir begeben uns nochmal, keine Ahnung, zu unseren Freunden, den Outlaws. Dann werde ich jetzt den Rest der Folge noch ein bisschen Zeug verkaufen und Sachen anfertigen. Und dann werden wir in der nächsten Folge mal gucken, was wir dann machen. Vielleicht unseren Vater suchen, vielleicht. Ich glaube, das mit den Konvertern hebe ich mir noch ein bisschen auf. Dann will ich, glaube ich, erstmal die anderen Missionen machen. Ah, genau, Zardom müssen wir auch nochmal ansprechen auf die Sache da, dass der eventuell dafür verantwortlich ist, dass wir abgeschossen wurden. Gut. Was haben wir denn? Du warst ja Kampflehrer. Habe ich da irgendwas, was ich machen möchte? Den Maschinenkiller eventuell, oder? Bring mir etwas bei. Auf jeden Fall. So, zack. Dann... Du warst ja, glaube ich, Händler. Hast du es also tatsächlich geschafft? Ich meine, du hast den Rang nicht ganz so elegant erreicht wie ich. Aber ich denke, dein Weg hat auch zum Ziel geführt. Auch wenn er etwas länger gedauert hat. Nein, lass dich von mir nicht runterziehen, mein Freund. Hier, eine kleine Aufmerksamkeit von mir. Da du jetzt dein eigener Chef bist, habe ich leider auch keinen Auftrag für dich. Wir sehen uns. Na, so ein Pech aber auch. Zeig mir deine Ware. Na gut. So, das dauert ja auch noch eine Runde. Die Sonnenbrille könnte ich mal wieder aufziehen. So, das Schrottsammelhemd kann weg. Amulett des Schutzes. Gesundheit, Rüstung behalte ich mal noch. Wie gesagt, Ring des Klerikers kann weg. Ja, den Rest können wir noch behalten. Das Zeug kannst du alles mal nehmen. So, die Essenssachen behalte ich mal noch. Nur noch eingebratenes Fleisch. Die Energiespeicher können weg, der Mana-Trank kann weg, beziehungsweise zwei. Zack. Leckeres Malerkraut. Ganz im Ernst.
Ich werde da auch mal alle bis auf eins verkaufen. Wie gesagt, ich setze ja eh nicht ein. Oh, wir haben eine ganze Menge reines Elex. Das ist schön. Ja, hier mit dem Zeug. Ich weiß halt nicht, ob das noch irgendwas bringt. Später. So. Aber das kann halt alles weg da unten. So. Mal gucken, wie viel das jetzt einbringt. Sieht ja schon mal nicht schlecht aus hier. 76 Geldbündel. Die Münzen... Ja, ich behalte es doch nochmal. Man weiß ja nie. So. Und hier... Ja, Munition möchte ich auch mal alles noch behalten. Cool. Du hast ja bestimmt nichts von Interesse, oder? Nee. Praktische Sonnenbrille. Gut. Dann werde ich jetzt gerade mal auch zwischen den Folgen noch ein paar Sachen herstellen. Ich sehe gerade, die Folge ist nämlich schon zu Ende. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und dann überlegen wir mal, was wir als nächstes noch machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.